Hey und herzlich willkommen. Ja, zu einer Runde Oldschool Games von Atari und heute machen wir weiter mit Asteroids. Ja, diese Kiste, die hatte mein Cousin bei sich zu Hause stehen gehabt. So als Spartopf. Da konnte man was reintun, aber man konnte es aber per Knopf ausschalten und von dem halt nichts in den Spartopf werfen. Naja, wie werden das spielen? Also, als ich das bei meinem Cousin gespielt hat, hatte ich schon, hatte ich C64 schon. Ja, dann war diese Spiele natürlich auch schon von der Grafik eher grottig, ja. Ihr seht schon, es sind nur gezeichnete Linien, die durch die Gegend schweben und so. Und das Raumschiff ist so ein kleines Dreieck. Aber seht selbst. Ich muss jetzt mal gucken, wie das geflogen wird. Kann ich schießen? Da kann ich. Huch! Ah, ich kann mich wegbeamen. Alles klar. Oh, hat mich erwischt. Okay, es klappt hervorragend. Wo bin ich? Wow, mich wieder erwischt. Oh Mann, die fallen ja noch kleinere Splitter springen auseinander. Sieht man, dass man Asteroiden am besten nicht zerstören sollte. Also das sind so kleine Schacknells, die man gar nicht ausweichen kann. Weil das technische Geräusch. Wo bin ich? Da bin ich. Und bin ich unsichtbar. Und tot. Super. Ah, 1979, da steht's unten. Okay. 1979. Aber ich bin programmiert, war auf dem Markt. Hey, da war ich neun. Wurde neun. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich bestenfalls Pong gespielt, weil das ist hier. Da kann ich gleich nicht die Hand auf das Spiel spielen. Dann haben wir auch sonst nicht besonders viel um Konsolen gekümmert. Also wir hatten halt. Ah ja, man kann hier trotzdem mit links, rechts kann man tatsächlich. Ah ja, alles klar. Ist mir aber auch egal, was da steht. Ja, das war's schon. Asteroids. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. War eine kurze Runde, oder? Oder soll ich noch eine Runde machen? Eine machen wir noch. Komm, eine machen wir noch. Eine mache ich noch und dann schauen wir mal. 79, oh Mann. Ach Gott. So ein kleiner Bub. Was ist da noch? Da war übrigens ein Treppchen. Ja, ein ganz tolles Haar. Meine Mutter stand ja auf lange Haare. Ich sah so ein bisschen aus wie ein Mädchen. Da muss man aber auch nicht gerade besonders kurz sein. Aber die waren nicht so lang, wie ich damals war. Ich habe mich nachher größenmäßig fast eingeholt. Wir waren leicht rot und haben uns auch immer ein bisschen verwechselt. Weil wir sahen auch ziemlich ähnlich von aus. Weil er wegen der längeren Haare. Oh Mist. Ja, so ist das. Ja. Das ist auch tatsächlich ein bisschen mehr. So. Habe ich ihn noch mitgenommen. Ich hab's geschafft. Wir haben noch zwei Leben. Ich bin begeistert. Ich hab noch Leben dazu, ne? Weil wir es geschafft haben. Ah, oh, bam, erwischt. Ah. Wo ist das Raumschiff? Ach ja, ich hab mich nicht gefunden. Alles sieht gleich aus. Alles klar. Ja, Jockel macht das hier schon. Komm, na, komm. Jo. Jo.
Jo. Ah, da ist das doch. So, machen wir eine C hin oder andere Richtung? Juck. So, alles klar. Ja, das war's. Also, immerhin besser. Das war besser schon. Ja, dann, ja, das reicht auch. Das reicht einfach. Dieses Gepiepe und dieses Gejaule. Nein, ich bin weg. Ciao.